Okay, mit Unreal nicht mehr. Ich muss Unreal werden. Wie es zu der Szene kam, werdet ihr noch im Laufe des Videos sehen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit dem ersten Match und schauen, in welchem Rang ich starten darf. Wenn Doomstadt oder Castle Doom. Ich habe auch keine Waffe. Ich habe nur Heal. Soll ich den jetzt mit Saufpacks abwerfen oder was? Wir sind also in Doomstadt gelandet, in der Hoffnung, ein paar Early Game Kills zu machen. Okay, dann halt Spitzhacken-Duell. Hab ihn. Spitzhacken-Profi am Start. Mein Mate ist dann draufgegangen, aber irgendwie... Jo, genau, Digga. Ich habe keine Waffen, aber... Habe ich den Gegner bekommen. Keine Ahnung, wie er das verkacken konnte. Wir hatten also schon mal 4 Early Game Kills, die sehr wichtig für die Platzierung sind. Allerdings sind wir dann in diesen Fight reingerannt, der für mich insbesondere nicht ganz so gut ausging. Hinter uns, Jetpack, hinter mir, Jetpack. Aber mit ein bisschen Tarnung haben meine Mates die Gegner gekillt. Dankeschön. Und mich dann im Anschluss auch rebootet. Oh mein Gott. Ich hab's gesehen. Hier konnte ich dann noch schnell den Kill abstauben, was uns insgesamt auf die 9 Kills gebracht hat. Ich hab grandios den Kill abgestaubt. Leider haben nicht irgendwie alle Waffen so funktioniert, wie ich das wollte, wie jetzt hier zum Beispiel das Schild, was einfach nichts geblockt hat. Bro, dieses scheiß Schild wehrt nichts ab. Dann wurde ich aber wieder rebootet. Hallo, 20er, wollt ihr in meiner Metallbude? Und auch einmal in der Metallbox getrappt, das... Muss natürlich auch einmal sein mit den Metallwänden. Digga! Das habe ich noch nicht hinbekommen, ey. Respekt. Ein paar interessante Sachen gab es also auch auf der Insel zu finden, weshalb mir am Anfang nicht langweilig wurde. Warum ist da ein Auto? Yo, ich habe einen platt gemacht. Auf den Loot. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich bin tot, ich schaff's nicht so. Alright. Ich bin tot, ich schaff's nicht. Bro, warum gibt dieser scheiß Schildsprudel kein Schild? Kein White. Er war somit der letzte Überlebende von unserem Trio und es sah nicht so aus, als ob wir noch einen Kill machen. Von da an haben wir das erste Match mit 5 Kills von meiner Seite und insgesamt 15 Teamkills absolviert, was eigentlich schon relativ gut ist und mich direkt auf Silber 2 gebracht hat. Somit bedeutet das, dass ich Bronze einfach komplett skippen konnte, was mir sehr viel Zeit erspart hat. Und da muss ich euch auch direkt darauf hinweisen, dass in manchen Matches einfach das hier kam. Was jetzt nicht ganz so geil war. Da kommt einer tatsächlich mit. Ja, das ist ein Weirder. Hat einen Hit. Ich hab nur eine Shotgun, ich kann den jetzt schlecht pushen. Hab ihn. Vorhin hing so ein Auto. Nur? Vorhin hing ein Auto hier vorne am Zug dran. Ich sehe sie nicht. Da vorne oben drauf. Ungefähr so. Ja, moin, ich hab's wieder geschafft. Beide am Roundabout 100. Einer knock. Oh mein Gott, das ist nicht das Ding. Oh mein Gott, ich bin down. Yippie! Das ist der Fehler. Beschaffe Waffen bei Reckless Rollers. Oh mein Gott. Auf mich Schuss. Hang on, ich muss hier noch 2 Waffen beschaffen. Oh. Warte, du bist hinter mir. Roundabout 50. Ich baller die komplett weg gerade. Ich geh mal hin. Ich hab Mikro-Zwillingsmaschinenpistolen in Gold. Mein automatisches Zieldings hat einen erfasst. Über dir ist einer. Jo. Ich lese auf den, aber mein Schwung gewinnt. Oh mein Gott, Bro, ich bin dead. Ich land da oben, oder? Und guck, was vom Loot ist. Ich glaube, wo du gestorben bist. Hab doch gerade gesagt. Der eine ist ja immer noch eingeworfen. Ich glaube, ich habe dafür nicht genug Muni, to be honest. Soll ich da hingehen und gucken, ob ich mir den Loot holen kann? Der andere ist da hinter dem Stein. Ja. Oh mein Gott, da oben ist es da. Bro, guck mal nach oben! LOL! Yo! Oh mein Gott, der hat aufgemacht. Der hat das Medaillon. Der war kurz unsichtbar da gerade. Also so leicht, jedenfalls. Ich brauch den Biggie da. Oh mein Gott. Nein, der Arsch. Er hat mich down. Oh mein Gott, Bro. Ist das, Bro, das ehrenlos, ey. Ich hart. No, aber reicht für Silber 3. Nice one. 567%. Let's go. Mit Silber 3 sind wir also schon fast mit der zweiten Reihe fertig und haben im Moment gute Fortschritte gemacht. Doch das kann und wird sich noch ändern. Also wir landen dort, gehen dann Richtung diesem komischen Mordor-Schmiedenturm und versuchen dann die Gegner zu holen, bevor sie... Ich kann nicht springen, lol. Bevor sie Dr. Doom killen. Sofort bei den Tower landen, wäre doch besser. Haben eine Waffe?
bin tot. Das beim Tower landen hat also in diesem Match nicht so gut funktioniert und die Moves meiner Teammates waren etwas fragwürdig. Den Move kapiere ich nicht. Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Warte, ich komme wieder hoch. Ja, ich bin wieder da. Warte. Ich versuche jetzt erstmal gar nichts. Ich heal mich jetzt erstmal. Bloß sind vier Gegner um mich rum. Irgendwie waren dann auf einmal alle außer mir tot. Nice. Das war Nummer 1. Und wegen dir fehlen mir jetzt 10 HP vom Biggie. Danke. Und dann kam bei mir ein Riesenproblem. Und zwar meine WLAN-Lags. Hallo? I'm sorry, ich hatte ein paar WLAN-Lags. Ja, es war ziemlich funny. Das Auto ist in die Luft geflogen und hat sich gedreht. Oh mein Gott, es sind 2. Es sind mehr als 2, Digga. Ja, chillig. Das war ja ein sehr interessantes Match. So sah es aus, nur das Auto hat sich im Kreis gedreht. Also um die eigene Achse, wie wenn man so halt nach links lenkt. Und dann so driftet quasi. So gedreht und ist weiter nach oben geflogen. Wir sind dann mal zu The Raft gegangen und haben -2 kassiert. Dann haben wir meine Strategie gemacht und haben -4 kassiert. Und ja, okay. Dann nochmal -2. Wenn wir also schon in Silber nur Minus machen, dann brauche ich das bis Unreal erst gar nicht versuchen. Ich musste also besser werden oder mir neue Strategien überlegen. Ah, okay. Kann mir jemand helfen, maybe? Ja, ich komme gerade. Bro, ich hab keine MP-Dings nachgeladen, ne? Okay, nice. Jetzt dancen, das ist der Weg! Ja, GG. Oh mein Gott. Yo, Level 99, hä? Ich habe auf einmal ein Level mehr, was ist da passiert? Die Strategie, die Gegner einfach zu killen, hat ziemlich gut funktioniert und mich wahrscheinlich auf Gold gebracht, aber es hat ja etwas länger gedauert. Was macht der Rank? Es dauert natürlich etwas länger. Im Moment stand ich kurz vor Level 100, da musste ich natürlich auch ein paar Quests machen. Und das hat auch in den Ranked Games ziemlich gut funktioniert, bis ich gekillt wurde. Na, was? Gefühlt ein Shot und ich bin tot. Ja, hier reingeschützt. Dann habe ich im zweiten Match in den Gold-Lobbys zum ersten Mal alleine The Raft probiert, auch weil es Teil einer Quest war. Ha, oh mein Gott, Digga, wie ehrenlos abgestaubt. Das hat zwar nicht so gut funktioniert. Na, Digga, das ist crazy. Aber hey, ich habe wenigstens kein Minus gemacht. Ich hatte dann die Idee, nur bei alten Bossorten zu landen, was mir hier bei Mount Olymp paar Kills gebracht hat. Das ist das Problem, Digga. Dann kann ich auch nichts machen. Und ultimativ meinen Aufstieg zu Gold 2. Und nochmal zu der Frage, warum Rocket League Musik? Das ist die Musik, die... Aber nicht nur die Götterorte, sondern auch Redline Rick oder ähnliche waren nicht mehr vor mir sicher. Mein Plot? Bro. Oh mein Gott, Digga. Oh, bin in Gefahr. Oh ne. Da habe ich auch keinen Bock mehr auf Ranked an der Stelle. Ich habe aber nicht nur die ganze Zeit Solo gespielt, also noch nicht, sondern auch mit euch, also meinen Viewern. Und da gab es so manche Runden, wo wir einfach passiv gespielt haben und im ersten Fight einfach draufgegangen sind. Aber auch die Matches waren wichtig, denn solange ich kein Minus mache, mache ich Plus und komme meinem Ziel von Unreal näher. In den meisten Matches darauf habe ich dann folgendes Schema verwendet. Einfach an einem Ort landen, wo früher ein Boss war, dort alles looten und eventuell ein paar Early-Game-Kills machen. Dann, sobald die Zone mir Druck macht oder mir einfach langweilig wurde, Richtung Safe-Zone oder ein bisschen weiter in die Mitte moven und optional ist es noch passiv zu spielen. Das habe ich allerdings nicht so oft gemacht. Vielleicht bekommt man dann noch ein paar Kills und irgendwann kommt man dann in seinen letzten Fight und macht dann im Anschluss hoffentlich Plus. Fortnite sagt, war doch ganz gut. Hin und wieder habe ich auch ein paar komische Sachen auf der Insel gefunden. Ich hätte schwören können, der Dude baut. Bei dem Skin. Das hier interessiert wahrscheinlich keinen, aber so sieht die Minimap aus, wenn man so ein ganzes Match nach dem vorhin benannten Schema spielt. Ich finde, das sieht ganz funny aus und ihr könnt ja bis hierhin skippen, wenn ihr es nicht angucken wollt. Ah da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat er mich hops genommen. Hatte ich keine Chance. Let's go! Gold 3! Die Frage ist, wie viel Prozent? Mit einer 11. Platzierung und einem Kill? 37, das nehme ich, Digga. Wir hatten ja vorhin in Silber schon ein paar schlechte Matches, aber merkt euch eins, es geht immer schlimmer. Denn auch in Gold gab es ein paar sehr schlechte Performances von meiner Seite und da macht man dann halt auch wirklich Minus. Und ich will, glaube ich, lieber gar nicht wissen, wie das erst in Champion ist. Anfangskill, let's go. Oh mein Gott, Bro. Ja, natürlich, genau jetzt. Weg mit dir, boom. Jetzt schnell. Oh mein Gott, das ist ein Gegner.
Aber Lucky Matches wie das hier holen das meistens wieder raus. Yo, aber viel Plus gemacht. Nachdem wie viel Plus ich gerade bekommen habe, könnte das hier jetzt das letzte Match vor Platin sein. Und ich spiele das Ganze natürlich mit 2 Viewern. Was auch wichtig ist, weil ich hier einfach nichts getroffen habe. Sie haben mich dann rebootet. Ja, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Hab ihn! Oh mein Gott, let's go. 25er White, Digga. Ist so One-Hit. Nice. Rush, ja. Der wird hochgeholt. Nice. Ja, sind ja meine. Oh mein Gott, Bro. Bro, aber der war mies abgestaubt. Ah, ich habe ihn eine Mal. Ich hab einen! Ja! Und am Ende konnte ich tatsächlich auch noch ein paar Kills machen, von denen die meisten zwar entweder von mir oder von meinen Mates abgestaubt wurden. Hier ist einer, da könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Aber mit insgesamt 3 Kills von insgesamt 16 bin ich auch voll und ganz zufrieden. Vor allem, weil meine Mates einfach am Ende, als ich gegen den letzten gefightet habe und natürlich draufgegangen bin, den Win geholt haben. Und somit war das der erste, aber eventuell nicht der letzte Win auf dieser Reise. Aber der Win war nicht die einzige Belohnung, denn ich habe auch mit insgesamt plus 105% mein Rank-Up zu Platin bekommen. Wenn das Ganze so weitergeht, bin ich in 4-5 Matches fertig, aber ich fürchte, das Ganze wird noch etwas schwieriger. Im nächsten Match wurde ich dann auch direkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Yo! Digga, was zum Teufel ist hier los? Das ist doch keine Platin-Lobby! Und zum Glück war es das erste von diesem Tag, denn ich möchte nicht wissen, wie viel Minus das gegeben hätte. Da ich vom Ergebnis im letzten Match ein Trauma habe, ich bin unten drin. Die rushen mich gerade. Soll ich weg? Ja, geh du weg. Bin ich in dieser Runde extra in die Zone gefahren, um die Karte von meinem Mate zu holen, um ihn dann kurz darauf zu rebooten. Was zwar nicht so optimal für mich ausging, aber da er in der Luft gespawnt ist, konnte er wegfliegen und noch Platz 7 holen. Das war sehr nützlich, weil dadurch habe ich plus 6 gemacht und kein Minus bekommen. Aber nun kurz zu der Story, wie es überhaupt zu dem Moment am Anfang kam. Und zwar habe ich an Tag 5 die Idee bekommen, mal mit einem Random Viewer, in dem Fall hier Fortnite Kitty, den Rank Cup zu zocken. Denn hier gibt es einen Gleiter zu gewinnen. Die Strategie, die wir verwendet haben, war ziemlich easy in Busch setzen, bis wir Punkte bekommen. Und da man nur 50 für den Gleiter braucht, war das auch ziemlich easy, den zu erreichen. Und nach 2 Matches war das Ganze dann auch schon abgeschlossen. Geil, Digga. Mit einer Monarchpistole. In den Ranked-Runden bin ich jetzt sicherer gelandet, da mir die Bossorte langsam zu schwierig wurden und habe da als erstes mal diesen Spot hier ausprobiert. Denn hier kann man einfach mit dem Jump-Pad wegfliegen, wenn man alles gelootet hat, was sehr praktisch fürs Movement ist. Der Rest des Matches bestand für mich aus Kills abstauben, sterben, rebootet werden und für Fortnite Kitty hauptsächlich aus die ganze Runde carryen und einfach die halbe Lobby platt machen. 68er White, ich gehe auf den, geh du auf den anderen da. Dass der mir nicht in den Rücken geht. Hab ihn. Ich gehe auf den hinteren. Ich bin tot. Aber er ist low. 117er. Jo, viel Spaß. Oh mein Gott, ich bin über low. Der Dude, der hier raus ist, Oh mein Gott, nice, down. Und schlussendlich tatsächlich auch Digga, die Runde zu gewinnen. Will man sein, Alter, hä? Alter! Im Alleingang die ganze Lobby zerfetzt. Digga, das ist krass. Platin 2, let's go. Der Win mit den insgesamt 12 Teamkills war also sehr, sehr nützlich für den Rang und hat mir ganze plus 98% gebracht. Die nächsten Matches liefen eher nicht so gut mit minus 5 und plus 0 als Rangergebnis. Aber diese Serie wollte ich jetzt mit dem Match brechen, wo wir ausgerechnet bei The Raft landen, einem Ort, der sehr kompetitiv ist. Bro, einer ist bei mir gelandet. Okay, ich soll dir sagen, was wir machen werden. Und wir sind noch früh gestorben und ich dachte eigentlich, dass das sicher Minus gibt, aber Fortnite hat mich überrascht und mir plus 7 gegeben. Also ich will mich jetzt ja nicht beschweren, aber wofür genau? Ich habe plus 7 gemacht. Platin 3 war also mit 12% Abstand zum Greifen nah. Allerdings war es so, dass ich wie in den meisten Matches auf diesem Niveau nicht wirklich irgendwie meinen Mates helfen konnte und somit die Mates auf sich allein gestellt waren. Trotzdem waren starke Matches wie das hier dabei, welches mich dann schlussendlich auch auf Platin 3 gebracht hat. Alter, wie viel? Plus 59%. Ich habe ihn, oh mein Gott, ja. Ah, will ich halt wissen. Ey, sag mal, ob du im Dorf lebst. Nö. Aber warum? Ich hab einen White, aber das bringt nicht viel. Ich habe einen Knock, oh mein Gott.
Oh mein Gott, bin dead. Gut, dass du weg bist, Es gab also auch ein paar funny Diskussionen mit den Viewern und in diesem Match kam ich sogar auch einmal dazu, die anderen zu rebooten. Musste daraufhin aber auch rebootet werden. Na, ich bin nicht hier. Wie wenig, Digga. So langsam hat man dann aber wirklich die höheren Lobbys gemerkt, weil die Gegner immer schwieriger wurden und wir meistens schon den ersten Fight verloren haben, was jetzt nicht sehr positiv für das Rangergebnis ist. Am Tag darauf habe ich dann meinen Gleiter bekommen und direkt mal die Stile ausgecheckt und dabei ist mir das aufgefallen. Es sieht eigentlich aber komplett scheiße aus. Okay, mit Unreal nicht mehr. Ich muss Unreal werden. Also, das ist eine super Ausrede, um Unreal zu werden. Digga, der Schirm sieht einfach geil aus dann. Oh mein Gott, da kommt er. Also habe ich mich direkt in weitere Platin-Matches gestürzt. Ich habe einen Kill! Ich habe einen Kill in Platin-Lobbys! Oh Mann, Alter, wenn ich ihn noch... Oh mein Gott, er hatte 30 HP. Und wieder ein bisschen Plus rausgeholt, in der Hoffnung, irgendwann Unreal zu werden. So langsam wurde mir allerdings klar, dass man in Solo und Duo wesentlich mehr Plus machen kann, als in Team oder Trio. Und dann war ich in meinem potenziell letzten Match in Platin 3, und zwar als Solo. Nein! Ich habe ihm sogar noch einen Headshot-Pump gedrückt, Digga. Und es hat ganz knapp nicht gereicht. Falls ihr auch selber probieren wollt, passiv zu spielen, habe ich hier die beste Spot-Empfehlung für euch. Und zwar ist das diese Höhle hier, die ihr am rechten Rand der Map finden könnt. Und da sind einfach jede Menge Kisten, wenn ihr dort alles erkundet. Und wenn man sich dann ein bisschen aus den Kämpfen raushält, nicht so wie ich hier, kann man auch eine bessere Platzierung als den 10. Platz bekommen. Und dann hätte ich vielleicht auch hier meinen Rank-Up bekommen. Plus 0? Aber man kommt halt nicht in die Zone. Bro, minus 8%, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Da. Oh. Lol. Bisschen spät gesehen. Eieieiei. Okay, aber ist es Dia? Das ist Dia! Let's go! Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat eine Pump. Ich hab ihn. Er hat keinen Schuss getroffen. Hier ist einer, Achtung! Achtung! Ja! Imagine, Digga. Also, es wird nicht passieren. Oh mein Gott! Fast Knock. Die müssen Zone moven, ne? Nee. Nicht auf den Boden, nicht auf den Boden. Lass das mit dem Boden. Oh mein Gott, da kommt einer hochgepusht. Der eine pusht hoch. Ich tippe mal, der andere hielt sich unten. Ich hab kein Gewehr, weil ich kacke bin mit Ja, der eine ist noch. Es ist der letzte. Ja. Ich kann ja nicht. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Auf dir? Bro, jetzt sag mir bitte nicht, dass es über wenig bringt. Ich hab 25 plus. Digga, die letzten beiden waren die ja. Alter! Oh mein Gott! Nachdem mir das letzte Match trotz des Sieges sehr wenig Plus gegeben hat und ein paar Viewer, die wirklich richtig gut spielen können, im Chat gefragt haben, ob sie mitspielen können, habe ich dann erstmal mit diesem Team hier die nächsten Matches bestritten. Und diese zwei Leute aus dem Team haben es tatsächlich auch kurz darauf geschafft, Unreal zu werden. Mal sehen, ob ich das auch noch schaffen werde. Aber erstmal das Fazit zu diesen Matches, denn die liefen eigentlich relativ gut. Ich konnte ein paar Kills machen und wir haben auch meistens ziemlich viel Plus geholt. Down. Okay, GG. Digga, 12. mit irgendwie jede Menge Kills. Wie viel? 8! 8! Jo, das war besser, 18. So viel minus 5. Minus 8. Wie denn minus 8? Ja, oh mein Gott, das war gutes Plus. Plus 18. Die Map ist mega OP, ne? Nein! Wieder bei 97%, Digga! In diesem Solo-Match habe ich dann auch mal angefangen mit dem Campen, was später noch eine größere Rolle spielen wird. Und als ich dann irgendwann draufgegangen bin, war das das Ergebnis.
Na, Bro, er war so low. 25 HP. Die hat 2. Ja! Yeah! Let's go! Alter, yes! Yes, 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 yes! Okay, schade. Okay, man sieht noch Mund und Augen. Das ist nice. Bro, das ist... Das ist Pain, Digga. Das ist so, langsam hat dann die Schwierigkeit richtig reingekickt. Ah, Digga, minus 9. Und ich habe irgendwie nicht mehr so richtig Plus bekommen. Ah, plus 5? Digga, ich werde von einem scheiß Bot platt gemacht, Alter. Plus 4%, aber immerhin Plus, Digga. Das ist ein bisschen schade. Plus 10. Digga, das ist überscheiße. Die 2 Kills hätte ich gerne mitgenommen. Aber ohne minus 8. Aber müsste Plus sein. Ja. Alter! Das ist so viel, plus 11, das ist so viel wie in der Squad-Runde mit einer viel besseren Platzierung. Hm, plus 3. Ja, den einen hast du. 4 Kills. Oh. Das ist ein bisschen wenig. Ah, hahaha. Okay, wir haben noch einen Versuch. Minus 5. Ja. Der hat mir einen 180er gegeben. Jo! Das hat plus 8 gegeben. Ja, plus 9 nehme ich. Habe ich auch gemacht. Bitte kein Minus. Minus 5? Lass mich ran, es dauert wieder länger. Puh. Yay. Okay, nicht die A3. Ja, Digga, wie wenig. Hilfe. Ja, ist plus 11. 12%. Bro, minus 4. Wie ist das? Minus 4? Warum muss man mich so heftig wegleiten, Digga? Lass mich doch einfach wegfahren, Digga. Jetzt kann ich den Sieg gar nicht bekommen. Mitten im Null! 2% Proof. Minus 1. Und ich hab grad 55k XP bekommen, wie random. Und deshalb sehe ich nur ein bisschen verschwommen. Und nochmal 20k obendrauf. Ich bin bei 75k XP. Nochmal 20k. Was? Oh, plus. Plus 6. Yo. Minus 1! Ich hätte einfach wegrennen sollen. Minus 5, Digga. Ist es Dia 3? Nein, schade. Scheißdreck, Digga. Dia 2, 95% war jetzt erstmal mein bestes Ranked-Ergebnis, denn jetzt kam Dr. Doom raus. 12. Muss ich hier neu? 9. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ja, Dr. Doom ist da. Aufträge, Aufträge, Aufträge checken. Wo sind die Aufträge? Alle raus, alle raus, alle raus. Let's go! 9 Aufträge. Digga, ich stehe auf dem Flussboden. Was ist das los? Was ist hier los? Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Egal. Alle ready machen. Alle ready, nein, bitte. Keiner zurück zur Lobby. Und deshalb habe ich jetzt erstmal die nächsten beiden Matches verwendet, um so ziemlich alle Doom-Gegenstände freizuschalten. Doch danach ging es wieder in Ranked. Und das lief dann so. Plus 3, oh, oh. Digga. Nee, man hört den schon. Digga, wieder minus 3. Ich habe jetzt 0 gemacht. 1%, Digga, ja, dank. Das ist eine plus 12er Runde. Geht sich jetzt bei dir? Ja. Digga, minus 8. Stark, 6% plus. Plus 4%. Oh, dann flippe ich aus so langsam, ne? Komm, bitte. Jetzt mal ehrlich. Ja, es ist die A3! Es ist die A3! Ja! Oh mein Gott. Nur für den Kontext, ich habe mit meinem Viewer hier ausgemacht, dass wenn ich nach dem Match Dia 3 werde, dass ich mir dann diese Picke hier kaufen muss. Also habe ich mir diese komplett nutzlose FNCS-Picke gekauft. Minus 2? Und rechts alles offen und zwei Gegner auf dem Dach. Das war die Best. Ich habe nur einen Minus bekommen. Minus 9. Danach war es mir erstmal genug mit dem Minus machen, also bin ich in Solo-Runden reingegangen und habe Bushcamp als Strategie verwendet. Und die geht wie folgt. Erstmal bis zum Ende im Bus bleiben, dann direkt Gleiter auf Richtung Mitte fliegen und dann an einem von diesen Spots hier, die ich mir rausgesucht habe, verstecken, bis die Zone kommt. Dann an der jeweils nahegelegenen Fischerstelle fischen und mit möglichst wenig HP in die Safe Zone gehen. Und wenn das Ganze dann so läuft wie geplant, macht man Plus. In dem Fall hier jetzt leider nicht. Das wäre ein Das hier war der zweite Landespot und zwar unten bei dieser Insel in der Nähe von Redland Rick und Brutal Beachhead. Unten würde ich sagen. Bitte kein Minus. Ja! 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 Allerdings gab es natürlich auch ein paar selbstverschuldete, sehr dumme Manöver. Yo, die Doomkiste hier. Hä? Ist hier keiner gelandet?
Bro, der Tower ist einfach unlootet. Wie kann das denn sein? Schon ein bisschen verlockend, einfach kurz runter zu gehen, Doomkiste zu holen, wieder hochzufliegen. Komm, scheiß drauf, lass machen. No risk, no fun. Ich hätte sprinten müssen. Bro, wie kann man so dumm sterben? Wie kann man so dumm sterben? Aber es gibt nur minus eins. Oh mein. Leider haben mich da oben ein paar Leute gefunden, weshalb der Spot schnell nicht mehr so geil war. Digga, Ehrenlose. Digga, warum? So sieht es dann aus, wenn ich bei Redline unten im Baum campe. Und das ist dann das Fischen und dann gehe ich einfach in die Zone und werde irgendwann gekillt und mach schön Plus. Zwischendurch wurde mir natürlich ein bisschen langweilig und ich bin auf die Idee gekommen, Blunts zu zocken mit meinen Viewern, dass der Livestream nicht so ganz kacke wird. Und Stück für Stück bin ich meinem Ziel von Unreal und erstmal dem Ziel von Elite näher gekommen. Geil, Digga. Plus 9. Ja! Gut. Plus 10. Ja, stabile Runde. Na, Bro, das ist ein Gegner. Ich muss weg. Ist mir scheißegal, ob das ein Bot ist oder nicht. Ich will kein Damage von dem kriegen. Allerdings gab es natürlich auch noch Matches, bei denen alles schief ging. Wie zum Beispiel das hier. Bro, der verfolgt mich. Na, Bro. Okay, das war's mit der Runde. Das war's aber sowas von mit der Runde, Digga. Bro. So, nice, one bekommen. Schade, leider nur plus 9. Wieder plus. Hier nochmal ein random Zeitraffer. Keine Sorge, von denen gibt es später noch mehr. Naja, ist mir egal. Oh mein Gott, nur plus 8. Ja, plus Kill, Digga, geil. Plus 11, oh mein Gott. Zum Beispiel den hier, wo meine Position im Turm komplett richtig und fast in jeder Zone in der Mitte war. Okay, komm. Es ist Elite, oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes, Bro. 22% Elite, oh mein Gott. Let's go. Mit dir jetzt endlich nach einem so langen Grind abgeschlossen, fand ich mich jetzt also in Elite wieder. Und somit haben wir auch die Phase von den 1, 2, 3 Rängen hinter uns gelassen. Jetzt gibt's nur noch Elite und Champion, die ich schaffen muss, um Unreal zu erreichen. Ich 5. Platz. Ach du Scheiße. Sehr ehrenlose. Okay, aber immer noch plus 1. Bro. Na, Digga. Das ist krass. Oh, das gibt immer noch plus 1. Okay. Jibi, hier gibt's noch einen weiteren Zeitraffer, wie ich ein paar Fische. Und das sind ein paar viele. Bin doch noch ein bisschen jünger. Oh mein Gott, ja, plus 8. Richtig. 0, Digga, geil. Alter, plus 3 nur? Hui. In diesem Match habe ich dann mal einen neuen Spot ausprobiert, der in einem Baum war. Allerdings habe ich nicht das Autoturret berücksichtigt. Nein! Was mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Nein, Digga! Ah, Bro, plus 1? So geil. Das ist nicht mal Top 10. Wenn wir nicht hier wieder im Turm an Fallschaden sterben, und kein ehrenloser Gegner unseren Weg kreuzt. Warum lädt die Textur nicht? Hallo? Digga, was bist denn du? Was bist du denn? Das hatte ich anders in Erinnerung. Was ist hier schiefgelaufen? Hä? Fortnite? Clip. Stimmt. Nein. Ist abgestürzt. Ja, bei mir ging gerade tatsächlich auch. Platz 22. Geil, Digga. Kriege ich wenigstens einen Fortfahren-Knopf? Nein? Okay. Was bringt das uns? Digga, plus 4. Aber bitte trotzdem plus... Ah, nur plus 2. Nicht. Oh! Warte, ich will jetzt nicht Ergebnis gucken. Ja, 70! Let's go! Oder die Download-Dings.
Plus. Wie viel? Plus 3 wieder? Ich habe extra ein Video angeguckt für die Strategie. Willst du jetzt erzählen, dass die Strategie eine andere ist? Schade. Wir sind da im Gebäude. Wie lange? Wie lange? Was? Und da ist er down. Hä? Bro, was? Plus. Ich habe einen auf Andi gekillt! Oh mein Gott! Leute, war das einer aus dem Chat, Alter? Oh mein Gott, das hast du. Oh mein Gott, Bro. Oh. Hast du ether Stream Sniper? Ja. Oh mein Gott. Ich guck nicht. Aber es hört sich nach viel an. Ja, Bro, wie kann ich überhaupt deine Lob? Du mit der Strategie auch nie. Also. Bro plus 1. Kein Minus. Ja! 2%. Bro, sei mal ruhig. Minus 4. Bro, warum muss der denn da überhaupt reinrennen? Okay, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Oh, man. Ich hasse dieses Scheißding. Ja, plus 3%. Ja, ich glaube, ich lief mal. Was? Nix? Hä? Elite? 96%. Okay, schade, ich habe nicht einen Hit getroffen. Zweiter! Oh mein Gott, Bro! Zweiter Platz. Oh, oh mein Gott. Let's go. Wie viel Prozent? Ja, 22. Oh mein Gott, Bro. Yes! Ganz klar. Oh nein. Nein. Mein Fortnite ist gecrashed. Ja! Ja! Plus 2. Let's go! Ja! Plus 2. Nein. Gucken sollen. Ja! Plus 4. Ja, tut mir leid. Oh, das ist die Strat. Nice. Plus 2, Alter. Achter Platz. Wieder plus 2%. Sehr gut. Ist gut. Okay, plus 0. Immer. Yay, plus 1. Alter! Ah, plus 2, okay, ja. Digga, was denn hier passiert, Alter? Minus. Hä? Bro, warum schwimmt da jemand raus? Ja, da sind wir wieder bei den 3. Es wird. Ich glaube, so richtig. Oh. 3 plus, nice. Ausgeschafft, ist das dumm. Nur plus. Yay, plus 1. Danke, Bruder. Oh mein Gott, der eine Skybase, Digga. Ja, moin. Plus 5. Geil, Digi, danke. Digga, was war das denn? Minus 1, hä? Lebst du noch? No. Ja, moin. Plus 2, Alter. Okay, nehme ich. Ist es safe, 60%? Aber wir haben nicht nur Bloons, sondern natürlich auch ein bisschen Minecraft gezockt, weil das 2-Jahres-Special von meinem Kanal war und ich da ein bisschen was aufbauen musste. Aber ich würde sagen, ich lasse die restlichen Ergebnisse mal für sich selber sprechen und halt jetzt einfach mal meine Klappe. Na, Bro, das gibt 3%? Ich muss mich healen. Ich lief, scheiß drauf. Tschüss. Jetzt bin ich dead, wenn ich move. Ich lief. Das ist eine Entscheidung. 64%, chillig. Hey, plus 1, gucken. Plus 3 ist sehr. Oh ne, doch. Plus 1. Plus 3, sehr geil. 75%. Noch. Okay. Ja, moin, es sind wirklich plus 3. Alter, geil. Ja, yeah, immerhin plus 1. Na, Bro, Digga, Minus. Der weiß das sowas von. 80%, los. Musst du noch eine Runde warten. Plus 3. Leute muss ich fighten, Alter. Plus 5. Philipp schreibt ja. Ja. Plus 2. Ach, schade. Er hat's gecallt. Na, Bro, er callt auch noch. Er callt auch noch. Chat. Oh mein Gott. Ja, was?
Oh mein Gott, Digga, mein Internet. Ich dachte, es war vorbei. Ich dachte, es wäre vorbei, Alter. Oder es sollte zumindest keins sein. Okay, jetzt. Dankeschön, Philipp. Ist er AFK? Bitte ist er AFK. Und ich kann ihn killen. Oh mein Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, aber... Es tut mir so leid, Bro. Es tut mir so leid. Ich fühle mich so scheiße, aber es ist mir so egal. Ich bin jetzt nämlich unreal. So, ich gucke mal. Ich muss los. So. Wahrscheinlich, ne? Ja. Also vor allem auf Twitch sollte es nicht so verspätet sein. Ja, ich bin gerade auf YouTube. Ah. Roundabout 4-5 Sekunden. Haben wir festgestellt. Baut er seine eigene Deckung ab? Komm ich hier. Okay. Das war's. Jetzt ist es up to Fortnite. Sind wir unreal? Achter Platz, 2 Kills. Es ist genug! Let's go, 100% Champion! Wir sind unreal! Ich weiß gar nicht, ob live geht. Ich wollte gerade meinen scheiß Deutschaufsatz schreiben, ne? Wir haben den Unreal-Stil freigeschaltet. Let's go! Let's go! Oh mein Gott, der letzte Ziel von diesem Gleiter in Lila. Es war ein Grind. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der dieses Video hier bis zu der Stelle geschaut hat. Vielen Dank an alle, die in den Livestreams dabei waren. Und vielen Dank vor allem an die Viewer, die mit mir gespielt haben und geholfen haben, dieses Ziel zu erreichen. Vor allem Winning Time, Fortnite Kitty, Philipp, Nils und... Das hier sollte Matteo sein. Und dann würde ich sagen, lasst doch gerne noch ein Like und ein Abo da und schaut gerne im nächsten Livestream vorbei. Ciao.